Alles klar. Gut, wir sind wieder hier. Wer sich den letzten Part oder dieses Special angeschaut hat, der wird sich vielleicht ein bisschen, dem wird es vielleicht gefallen haben. Manchen vielleicht auch nicht. Kommt darauf an, vielleicht sind ja auch Rollenspieler dabei von unseren Zuschauern. Eben. Gut, aber wir nehmen jetzt erstmal das Taschentuch. Es geht übrigens richtig weiter, Leute. Und das Soda nehmen wir ebenfalls auf. Ich habe auch einen Strohhalm aufgehoben. So. Wir verlassen jetzt auch diese Spielrunde, denn hier gibt es momentan nicht mehr viel zu tun eigentlich. Und wir gehen jetzt mal in den dunklen Wald. Ach, der Typ schon wieder. Ich frage mich ernsthaft, wie der jetzt nun wieder hierher kommt. Gut. Und hier gibt's alte Freunde aus dem ersten Teil. Kann ich dir helfen, mein Freund? Hä? Wer hat das gesagt? Wir sind hier unten auf der Theke. Sieht aus wie bei Worms 1. Ja. Oh nein, schon wieder diese dummen Holzwürmer. Suchst du etwa Ärger? Halt dich zurück, Rocky. Habt ihr gehört, wie er uns genannt hat? Dummer Holzwürmer, hat er gesagt. Als ob er etwas Besseres wäre. Ich bin sicher, er hat es nicht so gemeint. Er wird gleich selbst dumm aus der Wäsche schauen, wenn ich mit ihm fertig bin. Er wird eine Woche lang seine Zähne zusammensuchen müssen. Was Böses natürlich. Wirklich? Ich hab ja solche Angst. Alles klar! Rocky, denk an deinen Blutdruck. Komm schon, Rocky, zeig ihm, was eine Hake ist. Jawohl, wirf ihm eine rein, die er sein Leben lang nicht vergisst. Versucht er zu scherzen? Versucht er zu scherzen? Komm schon, Kumpel! Queensberry-Regeln! Jetzt kommt der richtige Gerade! Pass auf! Rocky, Gewalt löst keine Probleme. Gib zuerst unserer Petition eine Chance, bevor wir härtere Maßnahmen ergreifen. Du hast recht, du hast recht! Du hast Glück gehabt, Kumpel! Okay, was geht hier eigentlich vor? Genug geschwätzt! Was geht hier eigentlich vor? Nun, das hier ist eine Versammlung unserer extremistischen Untergrundbewegung und sie ist streng geheim. Wir diskutieren gerade unseren Platz in der Gesellschaft. Was macht ihr da? Nebenbei schnippen wir außerdem Holzsouvenirs für Touristen. Möchtest du eins? Was soll es denn kosten? Na schön, was soll es denn kosten? Es ist umsonst, du musst nur das Holz stellen. Das Zeug, das hier rumliegt, ist fürchterlich. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut. So, wir haben extremistische Holzwürmer. Ja. Das werden wir gleich vom Verfassungsschutz beobachtet. Wahrscheinlich, ja. So. Und hier drin ist die Höhle der Hexen. Au! Wer ist da? Der klingelt mal ganz anders. Es ist eine Junge. Was? Es ist ein Hund? Ich war Hunger. Das sagte ich doch. Es ist ein Hund. Hunger. Wer ist da? Wer ist da? Im Farbbewusstsein. Ein Hunger wird sich ein Zauberer gezeigt. Hier ist ein Junge, der wie ein Zauberer gekleidet ist. Ein Junge? Wo? Was? Was hast du gesagt? Das geht bestimmt noch ewig so weiter. Eine, die nichts hört, eine, die nichts sieht und eine, die nicht gescheit redet. Richtig. Oh Mann. Und denen müssen wir nämlich allen helfen. Gut. Wie machen wir das? Brille? Wir müssen eine Brille, ein Hörrohr und ein Gebiss stellen. Und die doofe Katze dazu hilft uns dabei. Machen wir aus der Katze wohl diese drei Utensilien? Ein Gebiss aus dem Katzengebiss. Katzengebiss? Nein. Und zwar gibt es hier oben nämlich einen Vulkanrand. Und du siehst ja hier diese Pflanzen. Schaut nett aus, ja. Ich nehme mal hier eine Sprühflasche. Die Musik ist cool. Und ein Pflanzenbuch.
Unterin steht Folgendes geschrieben, was für uns interessant ist. Die großen Pflanzen heißen Fressus filus und sondern ein einschläfernd wirkendes Sekret ab. Gut, ein einschläferndes Sekret. Gut, wir gehen jetzt nochmal zu den Rollenspielern. Die Katze ist nämlich hier links am Rand. Und wir sind jetzt mal ganz fies und schließen einfach mal die Tür. Wenn wir jetzt zur Katze hingehen... Rennt sie nicht weg. Na doch, sie versucht es wahrscheinlich. Donk. Und jetzt nehmen wir die Katze einfach. Wie, den Hund ständig zuvor? Ja eben, der nimmt lauter Tiere mit. Sehr nett. Gut. Und mit dieser Katze holen wir uns jetzt dieses Sekret dieser Pflanze. Benutze Katze mit Pflanzen. Mahlzeit. Selbst ich bin nicht so gemein. So, und jetzt müssen wir zuerst mal das Soda leer trinken. Denn wir brauchen dieses Sekret. Die Spucke der Pflanze. Einschläferndes Sekret. Richtig, ein einschläferndes Sekret. Und das bedeutet, wir kommen jetzt endlich hier zum Goblin-Lager. Denn wir können jetzt nämlich den Speichel in den Becher tun. Und schon schlafen diese Goblins ein. Wenn sie davon trinken. Wenn sie davon trinken, ja. Ich gehe mal kurz zurück und nochmal rein. Ich glaube, das sollte dann auch schon reichen. So. Da drin treffen wir. Oh, erstmal auf die Goblins. Wie oft wir dir müssen sagen, du verschwinden. Sonst wir holen Henry den Menschenfresser. Nun, ich gehe wohl besser. Trinkt einen auf mein Wohl, bevor ihr wieder einschlaft. Gute Nacht. Gute Nacht. Schmecken seltsam, oder? Ja, es... Wie konnte das nur... Passieren. Passieren. So. Was wir jetzt brauchen... Wir gehen mal in dieses große Zelt rein, das wir zuvor auch mal reingefallen sind. Und nehmen hier etwas Pfeffer. Genau, und Essensrationen brauchen wir auch. Alles. Und wir müssen jetzt mal mit diesem, ja... Komischer Pfeffer. Stimmt, ja. Mit diesem Elfen reden. Das ist ein Elf? Das ist ein Elf, ein schwuler Elf. Alles klar, cool. Oh, ein Mensch, wie barbarisch. Wie bitte? Nun, in jedem Fall ist alles besser als diese abstoßenden Goblins. Sie sind so unappetitlich und erst die Orga. Nun schau dir meine Fingernägel an. Ich hatte seit Tagen keine Maniküre mehr. Wie soll man unter diesen grässlichen Umständen nur am Leben bleiben? Nun... Das ist einfach nur abstoßen. Schau, ich... Wann hattest du das letzte Mal ein Bad? Ich bade niemals. Ich bade niemals. Oh, wie abstoßend. Bleib weg von mir, du schmutzige Bestie. Das Dritte ist fies. Hast du da nicht einen großen Pickel im Gesicht? Ein Pickel? Oh, wie abstoßend. Was soll ich auch machen ohne mein Gesichtswasser mit Kamillenextrakt? Schmirgelpapier wäre eine Alternative. Oh, wie grässlich. Mir wird schlecht. Ihr Menschen seid doch alle gleich. Und ihr könnt ja noch nicht einmal ein ordentliches Paar Schuhe anfertigen.
Ach ja, ich vergaß, dass alle Elfen Schuhmacher sind. Ich habe einen Laden hier in der Nähe, wo ich mein ganzes Equipment habe. Ich trage meines immer mit mir herum. Welch typisch menschlicher Kommentar. Ach, wie auch immer. Ich frage mich gerade, ob du mir einen Gefallen tun kannst. Was Persönliches, Daniel? Er kommt mit dir in den Wagen. Harr. Irgendetwas Persönliches? Nein. Nun, ich möchte Folgendes von dir. Könntest du mir etwas Parfum besorgen? Es würde mir helfen, diesen Gestank hier zu überdecken. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich habe hier ein Stück Holz. Wow! Das wollte ich schon immer mal haben. Wo muss ich unterschreiben? Ich möchte etwas Feminines. Archenor oder Loeden wäre toll. Hier ist meine alte Flasche, damit du das Richtige nimmst. Dankeschön. Und beeil dich bitte. Ich halte diesen Geruch nicht mehr lange aus. Gut. Dieser Elf. Wir holen jetzt mal ein bisschen Parfum. Zumindest soll er das denken. Es ruckelt gerade ganz schön. Okay, einen kleinen Moment, liebe Leute. Ich starte mal ganz kurz die DOS-Box neu, weil es gerade ein bisschen ruckelt. Bis gleich. Ciao, ciao. Wusa. Gut. So, weiter geht's. Wieder schön flüssig. Genau, wir müssen jetzt das Parfüm holen. Oder was er denkt, was Parfüm ist. Zu diesem Zwecke holen wir noch mal ein bisschen Soda. Und füllen dieses Soda in die Parfümflasche. Ich habe die Parfümflasche mit Soda gefüllt. So, jetzt ist es natürlich so, dass er natürlich riecht, dass das kein Parfum ist. Ja? Und deswegen müssen wir ihn jetzt, was ein bisschen komisch vielleicht scheinen mag, aber es ist semi-logisch in Adventure-Logik. Wir müssen ihm einen Schlupfen verpassen und das machen wir mit dem Pfeffer. So mit, damit er nichts mehr riecht. Pass auf! Pass auf! Pass auf! Der niest ja super. Taschentuch bei mir. Aber ich habe eins. Bitteschön. Vollgerotztes Mahlzeit. Sind nicht kompatibel, was? Oh, geb. Ich habe hier ein Taschentuch für dich. Dankeschön, mein Junge. Ich bin entzückt. Gut, und jetzt verwenden wir doch mal das Parfüm mit dem Elf. Ich sollte es ihm besser geben. Oh, Gott sei Dank. Hier, bitteschön. Oh, wie wundervoll. Und hier ist deine Belohnung. Oh, vielen Dank. Und nun, geh weg und lass mich bitte in Ruhe. Gehab dich wohl, alter Knabe. So, hier drüben, ich weiß nicht mehr genau, die spielen ein Spiel. Du kommst zuerst. Moment. Und der Linke bescheißt den Rechten nämlich immer. Ja. Und wir müssen die jetzt nämlich zum Zanken bringen. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie. Was will menschliches Abschaum? Ja, Abschaum. Kann ich bei eurem Spiel mitmachen? Menschen Abschaum verstehen Regeln nicht. Würfel zu kompliziert sein für Abschaum. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich beleidigen zu lassen. Du nicht haben Wahl. Ja, Abschaum. Und ihr seid zwei große Blödfrösche. Ich zwei Sechsen. Ich gewonnen! Du nicht spielen fair! Du immer! Ey, warte mal! Ich das glaube. Ist, warum ich besser sein als du! Das funktioniert so nicht! Ich rolle Würfel besser! Was genau soll das bezwecken? Mit Feuer irgendwas meinst das du? Das ist getrocknet! Man muss es mit Wasser anrühren! Vorsicht! Ah. Essen dehnt sich bei Berührung mit Wasser aus! Du betrügen mit Würfel! Ich nicht nochmal mehr Soda, spielen oder was? Mit dir! Wir müssen nochmal Soda holen! Du mich jawohl? Nennen Betrüger? Boah, dieser Elf ist ja furchtbar! Gut! Dass diese DMDler sich nicht wundern, wo ihr ganzes Trinken hinkommt. Ja, schau dir mal den Raum an, der ist viel zu viel Soda. Na gut.
Ich habe die leeren Flaschen zurückgestellt. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Ha. Gut, dann müssen wir uns vielleicht noch mal was überlegen. Jetzt gehen wir erstmal kurz zu den Holzwürmern. Denn wir haben jetzt ein schönes, leckeres Stückchen Holz. Stimmt, ja. Ach ja, stimmt. Moment, ich muss... Hier, schieb dir mal das in den Hals. Wir geben ihm jetzt einen Soda. Und er hat doch immer so schön viel Hunger. Dehnt sich bei Berührung mit Wasser aus. Hier, schieb dir mal das in den Hals. Ja. Oh, braucht Ewigkeiten. Erst wieder schauen. Na? Der kommt schon noch, keine Sorge. So, haha. Inflation. Und jetzt können wir seine Lupe nehmen. Gut, wir gehen jetzt auch mal kurz zu den Holzwürmchen und geben ihnen dieses feine Stückchen Holz, damit ihr uns etwas draus basteln. Das Essen riecht bis hierher ganz gut. Wie geht's, Jungs? Wir verfassen gerade eine Holzwurmpetition. Schreibt man Völkermord mit F oder mit V? Mit PF. Hast du schon Holz gefunden? Völkermord? Hier ist es. Na, dann legt mal los. Was bitteschön soll das darstellen? Die Todesfestung im Baustadion? Es sieht für mich eher aus wie eine Zahnprothese. Das ist richtig. Momentan sehr populär bei den Touristen. Großartig. Gut. Uns fehlt aber. Wenn ich das nächste Mal was. Eine ornamentale Schnitzerei haben möchte, weiß ich Bescheid. Schönen Tag noch. Wir können jetzt erstmal die zwei Gegenstände, das Gebiss für die eine Hexe, das Vergrößerungsglas für die andere Hexe. Das Hörrohr fehlt noch, ne? Das Hörrohr fehlt noch. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo wir das herkriegen. Von den Goblins? Na, vielleicht, ja. Junge ist zurück. Was der willst Dumme. Du, Junge? Schaust in die falsche Richtung. Wirklich? Ja, wirklich. Besser so? Nun, es ist okay. Was willst du hier, Junge? Zaubertrank. Ihr habt nicht zufällig etwas Zaubertrank für mich? Wir sind gerade dabei, einen anzusetzen. Es ist ein Umfangsmonstrum. Wie bitte? Ich habe hier irgendwo einen besonders großen... Hä? Man könnte. Die meisten schlucken sie aber lieber. Wovon zum Geier faselst du? Wovon sprichst du? Ist das wieder eine dieser altmodischen griechischen Legenden? Wir sind die drei Gewitterhexen. Wir sind berühmt. Da eine von uns schlecht sieht, eine taub ist und eine keine Zähne hat. Das klingt ein bisschen lächerlich. Gewitterhexen? Hm, mal das. Was zum Geier macht ihr hier? Nun ja, die Hexerei ist heutzutage ein schweres Geschäft. Man muss sich schon irgendwas Besonderes einfallen lassen, wie dem auch sei. Warum hast du das Versteck der drei Gewitterhexen aufgesucht? Und falls dein Name Perseus ist, dann verschwinde wieder! Hier sind schon seit Jahren keine Gorgonen mehr aufgetaucht! Gorgonen! Gut, habt ihr das, mir bei meinem Kampf mit Sordid helfen habt könnte? Habt ihr irgendetwas, das mir bei meinem Kampf gegen Sordid helfen könnte? Sordid? Wer ist Sordid? Na, der Typ, der in dem Turm am Vulkan haust. Euer Nachbar sozusagen. Welcher Vulkan? Bist du blind? Vergiss die Frage. Du solltest dich jetzt besser verdrücken, Kleiner. Die drei Gewitterhexen sind momentan sehr beschäftigt. Gut, so, aber wir geben jetzt trotzdem erstmal das Gebiss an die Hexe. Hey, vielleicht kannst du das gebrauchen. Schon viel besser. Danke. Gut. So,
Dasselbe machen wir mit dem Vergrößerungsglas. Hey! Redest du mit mir? Etwas mehr in diese Richtung. Ist das so besser? Ja, versuch's mal hiermit. Hey, ich kann sehen. Wir können den Trank trotzdem nicht vollenden. Sie ist die Einzige, die alle Zutaten kennt. Vielleicht versteht sie uns, wenn wir laut genug reden. Ich habe... Gut. So, Hörrohr. Genau, Hörrohr. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir das herkriegen. Das ist irgendwas Gekringeltes, glaube ich, gewesen. Ah, ich weiß es doch nicht mehr komplett auswendig. Hm. Ist ja nicht so schlimm. Guck mal halt mal ganz kurz. Oh, so eine Nadel wäre jetzt schön. Eine Axt würde auch reichen. Yeah! Gut, bei den Pflanzen war nichts mehr. Bei denen hier war auch nichts mehr. Dann können wir hier komplett links durchlaufen. Dieser Scheißelf. Ich bin schon wieder. Ich sehen wollen. Du kommen. Ich 4 und 6. So, hier treffen wir 2 Bekannte. Ah, wo Gargoyle. Zum Teufel glaubst du, gehst du hin? Ich hoffe, du wolltest dich nicht in die Festung schleichen. Das könnte nämlich sehr ungesund für dich werden. Du könntest dabei einige Körperteile verlieren. Wichtige Körperteile. Auch ein heißes Bad in glühender Lava wäre eine passende Bestrafung. Wollt ihr mit was drohen? Wollt ihr mir etwa drohen? So könnte man es auch ausdrücken. Es ist nicht persönlich, weißt du? Wir könnten es aber natürlich persönlich machen. Indem wir dich ein wenig auseinandernehmen. Ja, ein wenig aufmischen. Du verstehst. Du solltest also besser schleunigst von hier verschwinden. Bevor etwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, nun gut. Eben fällt's mir wieder ein. Ich bin geschäftlich hier. Bist du der Dekorateur? Ja. Wo ist dein Musterkatalog? Der Boss sagte, du würdest einen Katalog mitbringen. Ich, habe ihn zu Hause vergessen. Dann geh besser und hol ihn. Okay. Gut, wir brauchen einen Musterkatalog, bevor wir hier reinkommen. Ich glaube auch wieder, wie mir dieses, das Geld hier oder die Würfel bekommen. Mal nicht sehen wollen. Nicht lehnen, bevor ich nicht setzen. Kann ich setzen dann? Glauben schon. Okay, ich setze. Gut. Und zwar bin ich der Meinung, wenn ich mich recht erinnere, ich muss ein Soda holen, einfach in die Flammen reinkippen. So viel Wasserdampf entsteht. Das kann natürlich auch sein. Was uns aber immer noch nicht mit dem Hörrohr hilft. Hm, hm. Wenn du irgendwo was siehst, was Hörrohrmäßig ist, dann sag's voll. Ja. So. Also hier ist ja eh nichts mehr, was wie ein Hörrohr aussieht. Nee. Das Ding neben dem Goblin ist wahrscheinlich nur ein Stab. Ah, doch, oder nee, so, ne? Doch, du hast recht, das ist es auch schon. Signalhorn. Gut. Du bist gut, Tommy. So. Danke. So. Ja, jetzt haben wir es ja bald. Ja. Yeah. Sind wir ins Solid Schloss und dann geht es ratzfatz. Ich nehm. Genau. Jetzt nehmen wir ganz schnell das Goblin-Krempelzeug da drüben. Darf besser sein, wir nur. Wer hat gestohlen mein Zeug? Nicht ich, nicht ich. Du mir geben mein Zeug. Ich nicht genommen. Ich nicht genommen. Und wer hat genommen dann? Der unsichtbare Goblin? Ich nicht genommen.
Sehr schön. Nehmen wir nochmal diese Würfelchen hier. Diese Würfel. Das hört sich sehr, sehr merkwürdig an. Das hört sich an wie ein kaputtes Klo. Ich glaube, die sind gezinkt. Genau, gezinkte Würfel, die immer auf die Sechsen fallen. Praktisch für D&D eigentlich. Ja, für D&D, aber nicht für DSA. Nee, naja, DSA, nee, DSA ist nur W20. Stimmt. Da ist die 1 das Gute. Die W6er passen immer, wenn sie hochwürfeln. Jap, jap, jap. Da kennt sich einer aus. Jeha. Jeha. Gut, 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 gut. So, jetzt noch schnell der anderen letzten Hexe. Das Hörrohr geben und dann bekommen wir einen Zaubertrank. Hey, vielleicht hilft dir das hier. Was hast du gesagt, Junge? Ich fragte, ob dir das hier eine Hilfe ist. Viel besser, viel besser. Nun, können wir mit dem Trank jetzt fortfahren? Schieß los! Salamanderfüße! Salamanderfüße! Oh, das dauert immer so lange bei alten Adventures. Aber das macht so den Charme aus. Ei. Weil das. Vier Fledermausflügel und drei Schlangenzungen. Fledermausflügel und Schlangenzungen. Wieso schaffen die das nicht allein? Wieso brauchen die die dazu? Ich glaube, Zutaten reinbröseln können sie auch. Das sind halt doofe Hexen. Ogger, Ogger. Das ist künstliche Spielzeitverlängerung. Jetzt muss nur noch der Zauberbann gesprochen werden. Ja, bitteschön. Übersetzen bitte den Zauberspruch. Trotz Hokus Pokus Bibernessel, kochen sollst du Hexenkessel. Bitte umblättern. Wer immer kostet auch von diesem Tränkelein, sogleich wird er verwandelt in ein. Nennen Sie ein Tier Ihrer Wahl. Das ist aber ein merkwürdiges Ende. Naja, so steht es aber hier. Ich glaube, du musst einfach an dieser Stelle den Namen des Tieres sagen. Ach so. Ja, aber welches Tier? Du hast recht, Anja, die sind wirklich blöd. Normalerweise ist es doch immer ein Esel oder sowas. Wie wär's mit Schwein? Das reimt sich immer auf Tränkelein. Oh, jeder nimmt immer Schweine. Lass uns lieber einen Hund nehmen. Sehr gut. Also dann einen Hund. Er ist fertig. Kann ich etwas davon haben? Bedien dich. Dankeschön.